willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurer Lieblingsshow Ein Schnaps ein Lied mit. Heute habe ich jemanden eingeladen, den ich schon lange Jahre kenne, der noch sehr jung ist und aber schon so viel erreicht hat in mir sehr unbekannten Branchen. Ich habe mir keine Steuererklärung selber machen, was ich mit 29 noch nicht kann. Er war Autoverkäufer des Monats. Er hat ein gut gehendes Geschäft. Er ist quasi FDP-Wähler, ein Entrepreneur Hamburgs. Und sehr unterhaltsam. Und ich freue mich sehr, dass er heute Abend hier ist und seine Produkte, seine Werken vorstellt und mit mir singt und trinkt. Einen großen Applaus für meinen lieben Freund Kai Barco. Da ist er. Da ist er. Ich durfte ja nicht sagen, dass Kai Uwe Martin heißt, sag ich. Kai Uwe Martin Barco, schön. Ja, mein lieber Herr Barco, wir sprechen. Wir rufen Kai. Ich wollte dich auch nicht kompromittieren, wenn du kannst ja heute noch tausendmal sagen, dass du bitte nur auf Kai hörst. Aber es ist so schön. Ich hätte gerne auch mit mehreren Namen neben Kate. Ich heiße nur Kate. Ne, es ist ja mehr als auch Tradition und nicht, weil es so nett ist. Also nach meinem Papa Uwe, nach meinem Opa Martin. Das machen eigentlich alle, nur die Katholiken eigentlich auch, aber. Ich habe nichts abbekommen. liebe Kai, zunächst einmal, was ja immer am schönsten ist, erstmal einen Trinken. Was hast du für einen Lieblingsschnaps mitgebracht? Haselnussschnaps. Haselnussschnaps. Von dem Elfenhof. Das ist wirklich von Elfen gemacht. Man könnte drauf kommen, wenn man ihn trinkt. Ja, dass die schönen Elfen einen Schnaps machen. Ja. Und ich habe ja keine Kosten und Mühe, ich war selber dort gestern und habe ihn gekauft für dich. Gestern in Österreich. In Österreich. Ist das schön. Man denkt, das ist guter Weißwein, das ist knallharter Likör. Das ist harter Likör, genau. Nütter, ne? Oder nicht ganz. Es ist nicht ganz. Lieber Herr Barco, ich schenke einmal einen dieser wunderschönen Schnapsgläser. Und wenn wir erstmal anstoßen können, ne? Ja, und dann da geht alles leichter danach. Oh mein Herr. Schön. Das hat ja keine Kalorien, ne? Nein, also... Ja. Lieber Kai, schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Schon sehr gerne. Ne? Trinkt alle mit bei euch zu Hause. Also ja, ich habe festgestellt, wir haben schon gehört von Freunden dieser Sendung, wenn man mitmacht zu Hause am Fernsehgerät, werden wir noch besser. Sie sind hier aus 29. Tust du nur so. Kann man aber gleich ganz wegtrinken, ne? Ja, dann machen wir das doch. Machen wir das doch. Okay, das ist aber lecker, den wir bis jetzt getrunken haben. Ich schenke gleich mal nach. Ja, bitte. Lieber Kai, während ich nachschenke. Ja. Ich habe ja nicht gelogen. Du bist ja schon in vielen Branchen unterwegs gewesen. Ja, das stimmt. Und unter anderem warst du Autoverkäufer. Autoverkäufer, dann Verkaufsleiter und ja, Assistent der Geschäftsführung. Bei Mercedes, beim Mercedes-Partner Rudolf aus Hengewerder, ja. Das gibt's doch nicht. Du warst ja erst 19 oder 20 oder so, ne? Nee, so ganz jung nicht. 23. Aber trotzdem war er jung. Ja, trotzdem jung. Ein Wunderkind! Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Du kannst gut schnacken. Ja, welches ist die. Nö, ne, pass mal auf, Kai. Welches ist die Auto. Typ, der Auto, den du am meisten verkauft hast? Lustigerweise C-Klassen. So, also es waren halt... Ich bin ja, was ist das denn? C-Klasse ist eine Mittelklasse. Was ich mir auch leisten könnte. Ja. Das war gut. Ich muss ja. 16.000. Ja, nein, den würde der viel besser spielen. Preislich, ja. Ich kenne es überhaupt nicht aus. Egal, was nein, okay, gut, dann höre ich damit auf. Nein, ich hatte ja einen Großkunden und hauptsächlich darüber. Mache ich noch Provision auch, ne? Ja, nicht so knapp. Ja, das ist okay. Es ist okay. Das ist okay. Über Geld spricht man nicht. Nein. Und dann hast du ja aber das irgendwann nicht mehr gemacht, wahrscheinlich weil es dir auch zu unpersönlich war. Ich wollte ein bisschen mehr als das. Klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich wollte mehr als das und habe meinen Betriebsrat gemacht und wollte dann eigentlich schon mit der Unternehmensberatung oder sowas starten. Aber in dem Moment kam es anders und meine Mutter hat mich gefragt, ob ich die Firma übernehme, die Familienfirma. Und die Familienfirma ist was Schönes für alle hanseatisch liebäugelnden Menschen. Nämlich, was, lieber Herr Barco, machen Sie? Was verkaufen Sie? Wir produzieren Fischerhemden und Seemannstreuer. Oh. Das ist ein Seemannspullover. Ich muss Treuer auch. Du bist aber Hamburger. Wenn sie sich einmal zurechtruckeln, wenn sie einmal so machen, dann ruckelt es. Dann ruckelt es nicht mehr. So, ich glaube, jetzt hat sie knackt.
Kommen bitte zu den Fischerhänden und Treuhand, das ist ziemlich wichtiger. Ne? Ja, genau. Das also, wir produzieren in Deutschland. Ja, also richtig Fairtrade super. Richtig Fairtrade super, auch mit den Bestandteilen aus Deutschland, vegane und so machen wir auch dann. Bis auf die Baumwolle, die wird von liebenden, entzückenden Schafen. Ach, Baumwolle wird ja gleich von Schafen. Entschuldigung. Baumwolle. Ja. Das andere kommt von liebenden, entzückenden Schafen, genau. Die noch weiterleben. Und Schafen, die noch weiterleben. Die noch weiterleben danach. Nochmal ein. Weiterleben drin, ne? Wissen sie nicht, aber es ist sehr lecker. Mhm. Das kann nur empfehlen. Ganz berühmten Alpaka-Baumschafe. Ich wollte, und genau, was eigentlich ganz, du bist ja noch sehr jung, ja, eigentlich ganz schön als Opfer ist, dass du jeden Sonntag am Fischmarkt deinen Stand hast. Das habe ich seitdem ich 13 gemacht. Echt? Ja, da kannst du niemals auf Kakao am Samstagsabends, ne? Das habe ich auch gemacht, aber damals war doch die Zeit, wo man es halt dann durchmachen konnte. Und aber Wahnsinn. Man geht ja meist durch, ja, als Besoffener morgens so, guck mal, ob man noch ein Kaninchen kauft für 5 Euro, die gibt es da ja auch. Warum kann man Kaninchen kaufen auf dem Fischmarkt? Weil man die dann mittags isst, ne? Ist das nicht schrecklich? Hört sofort damit auf. Kommt immer die Büsche rum, ist von meinem Badeko. Ja. Büsche rum, sind das die mit den weißblauen Streifen? Büsche rum ist das mit den weißblauen Streifen. Warum heißt es Büsche rum? Büsche rum ist ein plattdeutscher Begriff dafür. Ja. Und zwar, der Hochdeutsche wäre? Fischerhemd. Ernsthaft? Ja! Was hast du Büsche rum, getan? Büsche rum, ja, Büsche rum. Du hast mit Büsche rum getragen, jetzt haben wir Fischerhemd. Wolle rum. Ja, und da ich ja, sehr schön. Also geht bitte dem Herrn Badeko. Ja, www.fischerhemden-ruhe.de in der Rinnermarkthalle und ja. Da ist er permanent. Ansonsten auf der Traumender Woche, auf der Kieler Woche, überall wo ein Seeort, Kurort, wo Ufer sind. Wo hauptsächlich ein Sailing-Veranstaltung ist. Wo Rentner ganz oft uns auf den Nerven gehen. Da bist du. Oder Fischmarkt halt. Hamburger Fischmarkt. Morgens schön früh aufstehen. Und der ist echt charmant. Direkt auf der Höhe von dem Goldenen Pool. Und der riecht Goldenen Pool. Ich kann nur empfehlen, den Herrn Badeko mal anzusehen. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Du bist so kompetent in all diesen Sachen, wo ich gar nicht kann als Premium-Starbucks-Kunde. Premium-Starbucks-Kunde. Es musste kommen. Es musste kommen. Es musste kommen. Ich sehe mich in 10 Jahren. Ich möchte gerne haben, nenn noch einen zweiten Store. Oder vielleicht dritten. Okay, ja. Und hauptsächlich mich dann eher in einer Unternehmensberatung, wie vorher schon gedacht. Genau. Kann ich mir so gut vorstellen. Du bist kompetent, einfühlsam. Ich versuche es. Nee, wirklich, man fühlt sich sehr gut aufgehoben bei dir. Prostet nochmal. Ja, Herr Badeko. Diese. Ja, das stimmt. Wir müssen nämlich die Product Placement nochmal Ich mich auch ein bisschen berühmt endlich, dass ich das nicht mehr machen muss. Richtig. In dieser Show gibt es neben dem wir deinen Kai besser kennen Rubrik, eine Rubrik, die heißt Lieblingswitz. Mein lieber Gast erzählt einen Lieblingswitz. Und da ich dich kenne, ist es nicht der mit dem Bär und dem Riesen und dem Foto, den kenne ich schon. Wenn das der jetzt gewesen wäre, bitte nicht. Warum denn den nicht? Weil ich den doch kenne. Spielerin der Folge. Ich habe schon so viele Witze. Ja, wir drei schon, ja natürlich. Einmal den gleichen Witz. Ja, das ist mein Lieblingswitz. Du hast gerade den Lieblingswitz gefragt und der ist total süß. Kennen die Zuschauer den schon? Aber das Ding ist ja bei der Regel dazu, wenn du den erzählt hast, nur mich und ganz authentisch, wenn ich lachen muss ich einen Schnaps trinken, weil ich mich nicht im Zaum halten konnte. Wenn ich nicht lache, dann trinkst du einen Schnaps. Weißt du, also wenn ich jetzt weiß, da kann ich hier heute Abend auf dem Geburtstag, Hamster war es. Dann weiß ich, da muss ich nicht lachen. Ach deswegen, so, okay. Ich denke dir was anderes aus. Ja, dann musst du jetzt noch bald machen wieder. Der Lieblingsschnapp, Lieblingswitz vom Herrn Badeko. Kennst du den mit der Musterung? Das kennst du auch schon. Die ganzen Tierwitze habe ich schon erzählt. Ja, Tiere mag ich hier auch nicht in dieser veganen Sendung erzählen. Aber man muss ja erstmal für den neuen Witz vorbereiten. Ich habe zwei Witze vorbereitet und den sagen sie, kennen sie schon. Bereiten sie vor, ich lade kurz was an. Ja. Ihr könnt ja auch gerne euch bewerben als Gast. Ich habe nicht mehr viele berühmte Freunde. Also demnächst muss ich auf euch zurückgreifen. Also merkt euch gerne, die Adresse ist unten eingeblendet. Und natürlich auch als Publikum könnt ihr dabei sein. Wir haben noch, wo die Ilda nicht liegt auf dem Couch, haben wir einige Plätze für euch frei. Es gibt ein paar vegane Schnittchen und natürlich dürft ihr alle auch den gleichen Schnaps trinken wie wir. Könnt ihr euch auch bewerben. Alles und eine, wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr euch bald meldet. So, lieber Herr Badeko, das war nur genug Zeit. Was ist dein Lieblingswitz? Um Gottes Willen. Ja, meine Lieblingswitze kann ich erzählen. Er wird unglaublich schlecht sein, weil...
Es drei, sind ja meist die besten. Ja, so drei Freunde kommen in den Puff. Sind total betrunken. Einer besonders. Ne? Mhm. Der Fritz ist total betrunken. Und dann sagen sie zur Puffmutter, wollen wir dann drauf machen? Die Puffmutter sagt, ne, ich habe aber nur noch zwei Noten. Eine Spanier und eine Latina. Und wir wissen gar nicht, was sollen wir da machen? Ja. Was machen wir denn da? Ja, ich habe aber noch eine Gummipuppe. So. So, ja, der Fritz, der ist so stramm, das wird nichts mehr. Der merkt gar nichts mehr. Das machen wir. Na gut. Eine Stunde später treffen sie sich wieder unten alle an der Bar. Der eine, oh, die Latina, das war voll richtig. Das ist da. Aber die Spanierin noch viel mehr. Das war meine tollste Stunde, die ich jemals erlebt habe. Ja, und dann gucken sie beide zu Fritz und dann, Fritz, was ist mit dir los? Ja, ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich muss eine Hexe gehabt haben. Ich habe ja einmal ordentlich in den Busen gebissen, da ist hier ein Kronleuchter geflogen und raus aus dem Fenster. Das ist sehr, sehr schön. Ich trinke. Ich würde ein bisschen trinken. Aber ich trinke mir das den ganzen, ne? Nein. Das ist schön. Was keiner von euch weiß, wir sehen uns wöchentlich. Deswegen sind wir wie ein altes Ehepaar. Man weiß schon, was der andere denkt, wenn er nur komisch guckt. Also den kannte ich noch nicht. Sehr süß. Doch, das ist. Und dann in London zusammen. Mhm. Und da sind ja Musical- und Theaterfreunde. Und haben, was auch immer ihr nachher zu hören kriegt, in einer großen Qualität, schon live gesehen im West End. Oh mein Gott. Lieber Herr Ballet, ja. Nächste Rubrik, es geht rasant voran. Meine spontane Fragerunde. Ich habe die Sätze unvervollständigt mir ausgedacht, die du bitte einfach ergänzt. In einer spontanen Liebeswürdig. Achso, ja. Eben habe ich es gemacht. Ah, okay. Dass du so klugscheißerisch bist, das ist mir noch nie aufgefallen. Das bist du. In meiner Freundschaft. Sechs Fragen an Kai Uwe Martin. Ja. So, Antworten spontan. Antworten oder den Satz beenden? Ist das nicht das? Sowohl als auch, je nachdem, was okay. es verlangt. Okay. Spannend. Die erste Aussage, die du bitte ergänzt. Ja. Zwei Namen, die ich meinen Kindern niemals geben würde, sind. Kevin und Chantal. Und der Beistall ist hoch, wenn das ihr. Dabei ist einer meiner besten Freundinnen, Kevin. Das ist besonders. Nicht persönlich. Nein, nicht dann nicht persönlich. Kinder können da wiederum nichts dafür. Ja, wenn man stimmt. Dann auf einmal Malte Hiopa ist, da kann der Malte nichts dazu. Malte Hiopa ist auch scheiße. Das ist ein Zug für den Beschwerdvoll, ne? Hiopa, oder ja. Hieronymus ja, Therese oder so. So, zweite Frage. Ich kann aber die Schrift so ich hätte geben. Nichts dagegen, wenn folgender Science-Fiction- oder Fantasy-Film Realität würde. Oh ja, Mann. The Walking Dead. Jetzt bin ich einer von den drei Leuten auf Erden, die ich noch nie gesehen habe. Keine einzige Folge. Oh, Zombie-Apokalypse. Muss doch voll lustig sein. Also ich meine, ich wär fast noch mehr für Star Wars, weißt du, ich liebe Star Wars, aber eine Zombie-Apokalypse muss doch jeder mal erlebt haben. Bist du gerne ein Zombie und andere Menschen aussaugen? Nee, das bin ich nicht gerne, aber ich würde gerne davon weg. Also das ist halt lustig, wenn das immer weglaufen will, das ist so doof gesagt. Aber das haben ganz viele. Das wäre total lustig, weil es würde halt gar nichts mehr geben. Es würde keine Staatsgeschichten mehr geben und nichts. Und es wäre alles Anarchie und das wäre alles irgendwie, man müsste halt immer gucken, dass man irgendwie überlebt. Ja, du sagst vielleicht. So, das ist ja ganz auf den Urtyp des Seins zurückgeführt. Ja. Das ist ja bestimmt, da würden die ganzen Dicken gar nie mitkommen. Dann, ja, aber die Tiere überleben, weil die verschnecken noch so lecker. Die Tiere überleben übrigens auch. Auch bei Wally überlebt. Ja. Oh, und die Küchenschale überleben. Das ist ja auch mega süß. Ja, weil würden wir aber die auch würden maßen. Wir die Dicken tun. Ja, und gibt auch Scheiße. Nein, das haben wir auch nicht verdient. Jedenfalls nicht wir. Dritte. Ich hasse die Menschen am meisten, wenn sie gerade den Veranstaltungen mir doof vorbeilaufen und blöde Fragen stellen müssen. Was ist Wolle? Ernsthaft? Was ist Wolle? Das fragt niemand. Doch, das ist toll. Und also das ist dann? Unglaublich. Weil das, was sie unter Achsel also das hat ihre Schwester gefragt bekommen, als sie mich einmal kurz besucht hat. Und, was ist Wolle? Und man kann eigentlich scharf. Tatsächlich, es ist was soll man dazu anderes sagen? Ja. Es gibt Fischerhemd mittlerweile auch für die kleinen Kinder, auch mit Kapuze auf Erwachsene, aber damit das ist total niedlich, aber dieses Fischerhemd hochzuhalten, die Kapuze festzuhalten, ist das Fischerhemd hier mit Kapuze? Ja. Muss ich mal gucken. Eigentlich weiß ich nicht, aber. Intelligente Fragen. Vielleicht findet sich der eine oder andere wieder. Also. Um die es geht, die denken, die sind wirklich dumm. Ja, die sind wirklich dumm. Ja, die sind wirklich dumm. Viertens. Hm.
könnte nicht leben ohne? Oh, Handy, leider. Es ist halt, wie das ist, ne? Freunde also wären vielleicht zunächst. Ja, Freunde wäre toll, aber... ist nicht so. Wär noch wichtiger, ja, aber als Unternehmer bin ich die ganze Zeit abhängig von diesem scheiß Handy. Und ich würde es am liebsten abstellen und weg und ne Träumchen weg, Kanada, nichts mehr an und alles aus. Ja, okay. Das wäre schön. Wäre schön. Fünftens, ich gebe es nicht gerne zu, aber manchmal bin ich eifersüchtig auf. Leute, die essen. Besonders Kuchen oder so. Aber essen sie doch auch einfach oder müssen sie auch ihre... Naja, es ist ganz häufig, dass ich immer, also ich gibt ganz viele Zeiten, wo ich esse, wie im Moment gerade. Aber es gibt auch ganz viele Zeiten, wo ich halt auf Kilokalorien und sowas achtgebe und dann nur kohlenhydratfrei esse und dann halt sowas nicht essen darf und dann bin ich ganz gnatschig, wenn man Leute irgendwo essen. Und ich bin noch gnatschiger, wenn man mich erwischt dabei, dass ich gerade selber koche. Das ist nicht dürft. Wir sind aber auch Kinder unserer Zeit, ne? Dünnsten. Dümmsten so. Am dümmsten. Ja, ich kenne das. Jojo-Effekt und bla bla. Seitdem ich 13 bin, mache ich das. Ja. Danke, Mama. Aber dann hat er immer so, wie eine Sängerin sein, das muss so dünn sein. Genau. Hat sie recht. Man möchte keine dicken Menschen. Wobei, aber Adele und hier. Mariah Carey ist cool, die trägt nämlich nur die Kleider, die sie vor ein paar Jahren getragen hat. Meatloaf. Es gibt genug. Wie heißt denn die eine hier, die mit dieser röhrigen Stimme? Ich kann mir keine Namen merken. Mit dieser röhrigen Stimme. Eine dicke. I'm just love. Beth Dito. Unglaublich. Super. Dankeschön. Ja, aber die ist wirklich super. Sie achtet nicht auf ihre Linie. Vielleicht ja auch, aber vielleicht. Aber anders. Anders. Ja. Sehr schön. Sechstens. Ja. Wenn ich für die nächsten 24 Stunden Kim Kardashian wäre, würde ich... Ja, schieß. Das ist schon die Kim bescheiden lassen. Ja, aber... Ey, mein Lebensunterhalt damit zu verdienen, meinen Arsch in die Kamera zu halten, ist das irgendwie auch schon hart. Nichts zu können, ja. Und ihre beschissene Emoji-Dings, sie verkauft ihre eigenen Emojis mit Milliardenmarkt. Ja, die verkauft alles mit Milliardenmarkt. Mark ist auch gut, Mark. Verkauft auch Mark. Gut, dass wir eine Tee haben, weil das nächste, was jetzt kommt, ist die Spielerunde. Ich habe ein ganz, an sich, es klingt ja leicht, leichtes Spiel. Warum machen wir das Lied eigentlich zum Schluss komplett stramm? Meistens ist es so, dann sieht man am besten. Lass alles locker. Okay. Und das werden wir gleich sehen, das wird nämlich fantastisch sein. Das ist eine Weltpremiere. Weltpremiere. Premiere, ja. Das Lied, was wir heute spielen gegeneinander, heißt. Karte finden. Wir haben jetzt zwei identische Karten. Sechste seht ihr da vorne. Gottes Willen. Möchtest du das grüne oder das blaue haben? Ich will das blaue. Das blaue bitte. Ja. Ist also eigentlich vollständig. Meine Fresse, wir haben ja keine Menschen, die mir helfen. Es ist vollständig bis selber. Auf eine Karte. Macht noch nicht gut. Und man muss sagen, welche. Mhm. Und ich habe auch ein Kartending. Du hast es doch schon vorher gewusst. Ach, ich schwöre, ich möchte doch gerne verlieren, ist mir doch egal. In diesen eigentlich 52 Karten ist eine von uns beiden ist die gleiche nicht da. Die wurde entwendet. Die gleiche, okay. Wirklich. Genau. So, wer zuerst gewinnt, die trinkt nicht und der andere trinkt, die trinken, aber die trinken doch beide. Das Spiel geht los. Liebe Herr Wadeko, auf. Erstmal voll machen. Das stimmt. Wir haben einen imaginären Gong. Auf drei geht's los. Wir suchen, welche Karte fehlt im Kartenstapel. Eins, zwei, drei, los geht's. Man muss aber hier ein bisschen. Oh! Es ist aber auch nicht hier für. Kannst du ja wenigstens mal hier anmerken, dass. Das ist aber auch scheiße. Oh mein Gott, es ist Koordinations. Jetzt möchte ich doch gewinnen. Jetzt muss ich auch noch hier. Das willst du doch gewinnen? Das ist doch scheiße. Ich schaff's, glaube ich, nicht mehr. Warum nicht? Meistens fehlt Karo 7, aber die habe ich gerade schon gefunden. Es fehlt Karo 7. Ja, ich sag's. Meistens fehlt es. Das wird vorsortiert und von den zwei. Karo 7! Von den zwei fehlt schon mal keine, kann ich dir berichten. Ach, wir spielen ja gegeneinander. Ach, das ist auch geil. So. Ich bin missschwindelig. Ich hab's alle ausgelegt, ich werde nicht finden, welche. Und ich bin zu voll, ne? Sie sind schon fertig gleich, ich seh dich. Oh, ich seh dich. Ah! Ich lenke dir ab. Ich lenke dir. Ah, du bist ein Sechster. Ah, Sechster. Es wird ein Sechster.
6 Herz. Nee, gar nicht. Das ist wahr. Ich hab ja. Die hast du in dem Moment? Das kann gar nicht angehen. Du schummelst auch schon wieder. So, ich hab da auch. Das ist aber. Nee, das ist ein Herz. Habe ich das jetzt auch gehört? Ich hab über welche Schnappatmung. 6 Pik 6, Pik 6, Pik 6! Ja, Pik 6 und 6! Das ist aber auch ein Glück! Das ist nicht normal! Das müssen wir erstmal hier sauber machen. Nee. Haben wir jemanden, der hier Lachen reicht? Oder, Nein, das sieht auch nicht schön aus. Auf jeden Fall kurz einmal, dass sie wirklich. Können wir das rausschneiden? So. Achso, ja, ich hab schon getrunken. Ne? So, ihr lieben Leute. Ja. Ich hoffe, es war für euch nicht so unterhaltsam wie für uns. Um Gottes Willen. Ich bin so schnell vorbei, hatte sehr viel Freude mit dir, lieber Herr Badeko. Wie ja. Schon, ich habe es mir schon so vorgestellt auch. Jetzt aber, liebe Leute, an den weltweiten Fernsehbildschirmen kommt noch des Kais Lieblingslied. Und zwar, welches hast du dir ausgesucht? Das ist die Confrontation zwischen Valjean und Javert aus Le Miserable. Ist es nicht der Wahnsinn? Das ist der Wahnsinn, das ist unser Lieblingsmusical. Ja, absolute Lieblingsmusical. Wie hast du das geguckt? Ach. 95 Mal bestimmt. Sicher. Und in London ja. Auch schon einmal live. Ja, und in London live einmal, genau. Und es ist einfach zu schön. Es ist super. Wenn wir es jetzt so hinkriegen, wie wir es uns vorgestellt haben, ist es perfekt. Das ist lustig. Du bist der erste Gast, den ich habe, der nicht Musiker ist. Du bringst mir das schwerste, anspruchsvollste Lied hier. Ja. Genau. Wir blenden unten kurz ein, wo wir im Musical uns gerade befinden, damit ihr storytechnisch irgendwie drauf seid. Aber ihr werdet jetzt merken, die beiden Protagonisten mögen sich nicht so gerne. Nee. Er will mich gerade verhaften, ich renne aber dann weg, weil ich die Welt verlasse. Ich bin der Polizist sozusagen. Genau. Ja, ist Russell Crowe aus dem Film. Ich bin Russell Crowe. Ich bitte nicht mit Russell Crowe vergleichen. Russell Crowe hat scheiße gesungen. Er ist trotzdem sehr süß. Ja, es ist sehr schön. Ich mach's an und ich hoffe, es klappt. Turn it on. Das ist ganz toll. Wir können mich echt aufnehmen. Ich sag, warum müssen Sie denn eigentlich wünschen, weil es doch so ergreifend ist? Valjean, at last. We see each other play, Monsieur Le Maire, you're wearing a different chain. Before you say another word, Javert, before you chain me up like a slave again, listen to me, there is something I must do. There's no release behind a suffering child. There is none like me you can intercede. In mercy's name, 3 days are all I need. Then I return, I pledge my word. Then I return. You must think me mad. I've endured across the years. Men like you can never change a man such as you.
Sie war die Flüchtige aus dem Gefängnis und die jetzt halt untergetaucht ist und ich bin halt der Superstar-Polizist. Darauf trinken wir alle. Lieber Rademo. Ja. Es war sehr schön, dich da gehabt zu haben. Es ging so schnell vorbei schon wieder. Kauft alle Fischerhemden, die es gibt. Ihr habt Alpaka-Socken. Ist so schön. Und wir haben auch die beste Qualität. Socken. Mhm. Alpaka-Socken. Hast du nicht Socken? Nein. Du hast doch Socken. Nein. Ja, du hast doch Socken. Nein. Ich habe auch keine Socken. Ich war in einem Laden gewesen, da gab es Socken. Nein. Und deine Mama hat gesagt, wie schön das Label ist von den Socken. Sag doch mal jetzt ja. Nein. Das ist mal sehr. Das ist nicht ein Bild. Nein, das ist eine Bild. Das ist eine. Das macht der Alkohol. Ja, das macht. Das ist immer teuer und so, alles, was da dazu gehört, so auch. So kurz mit und so, das ist super. Für euch. Gibt in Schurwolle, Merino-Wolle, schieß mich tot, Fischhemden sind super. Ja, volle Qualität. Ich bin der Kaigo Martin. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ja. Danke, dass du da gewesen bist. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für bei euch auch. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Es war vielleicht nicht immer leicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal in 4 Wochen wieder, wenn es wieder heißt Einschnaps-Alit für Kit Evans. Vielen Dank und bis bald. Bis bald. Tschüss. Es ist total lustig. Ich weiß gar nicht, was die Frau erwähnt hat. Die ist total doof. Also pass auf, der kleine Hamster möchte gerne auf die Party und im Wald und es ist, wird aber nicht gern gesehen, weil er hat schon ein langes Hausverbot und geht dann zum Hasen und sagt zum Hasen, hey Hase, du bist so ein cooler Typ, bring mich mal mit hier auf die Party. Und dann meint der Hase, nee, da 2 Tiger hier aus Afrika, die sind da Tierstädte, das mache ich auf gar keinen Fall. Geht der Hamster weiter zum Fuchs und sagt, Fuchs, du listiger Herr Typ, du bringst mich doch sicher da rein. Dann mit den Tigern, da kann ich die anlegen, das geht gar nicht. Da musst du jemand anders suchen. Dann geht er zum Bären und sagt, Bär, du bist doch der Stärkste hier im Wald, nimm mich mal mit auf die Party. Und dann meint der Bär, ja komm, machen wir kein Problem, steckt den Herz so in die Hemdentasche, läuft los und kommt dann an und sagt, Herr Bär, wir haben schon gehört, du willst den Hamster reinschmuggeln. Das geht aber gar nicht, ne? Taschenkontrolle. Und der Bär sagt, ja, hier mein Geld, mein Perso, ein Bild vom Hamster.